sehen wir Arteria iliaca interna beim Hund. Folgende große Äste haben wir. Umbilicalis, pudenda interna, iliolumbalis, glutea cranialis, glutea caudalis. Sehen wir umbilicalis bei dem Fleischfresser. Führt es zu der Blase. Cranial heißt Arteria, vesicalis, cranialis. Der wiederkehrende Schwein kommt davon Arteria uterina, hier nicht. Sehen wir pudenda interna. Arteria pudenda interna, abhängig davon, ob wir von männlichen oder weiblichen Tieren reden, unterschiedlich. Bei der Rüde muss Ureter, Prostata und die Blase von Caudal mit Blut versorgt werden. Ramus uretericus, Arteria prostatica, Arteria vesicalis caudalis. Wir sind im Becken und hier haben wir Rektum. Rectalis cranialis haben wir von Arteria mesenterica caudalis gehabt. Jetzt haben wir Arteria rectalis media und Arteria rectalis caudalis. Damm wird vom rectalis caudalis austretende Arteria perinealis ventralis versorgt. Arteria pudenda interna heißt später, wo rectalis caudalis ausgetreten ist, Arteria penis, zuletzt Arteria dorsalis penis. Sehen wir bei der Hündin, da gibt es einen großen Unterschied, dass diese Arterien oder dazu entsprechende Arterien gemeinsam austreten, heißen Arteria vaginalis, muss Ureter mit Blut versorgt werden, Ramus uretericus, Prostata hat es nicht, hat aber Uterus, Ramus utericus, statt Uterina, wiederkehrend Schwein, haben wir hier vom pudendo interna Ramus uterinus. Die Blase muss wie hier von Caudal auch mit Blut versorgt werden, vesicalis caudalis. Und interessant, das rectalis media, nicht direkt vom pudendo interna, sondern vom vaginalis auskommt. Rectalis caudalis und davon auskommende perinealis ventralis ist gleich wie bei der Rüde. Hier führt es zu weiblichen Geschlechtsorgan als Arteria clitoridis. Sehen wir iliolumbalis, führt zu den Muskeln an der Gegend, nicht besonders. Glutea cranialis, ähnlich. Bei Glutea caudalis sollen wir vielleicht merken, dass er sich gabert und lateral zum Schwanz, also Arteria coccygea lateralis, oder zum Damm dorsal, perinealis dorsalis führt. Perinealis dorsalis, also hier, perinealis ventralis vom rectalis caudalis aus pudenda interna auskommt. Dann sehen wir iliaca externa.